Nachdem wir uns mit den beschaffungsrechtlichen Stolpersteinen der Cloud-Beschaffung auseinandergesetzt haben, kommen jetzt den datenschutzrechtlichen. Und es gibt kaum jemanden, der uns diese besser näher bringen könnte als David Rosenthal. Sie kennen ihn oder ich kannte ihn jedenfalls bis vor kurzem aufgrund seiner berühmten Rosenthal-Methode zum Abschätzen der Datenschutzrisiken. Aber das, was er uns zeigen wird, geht noch einiges darüber hinaus. Vielen Dank. Ja, das ist ein emotionales Thema, über das ich sprechen möchte. Oder zumindest so nehme ich es wahr. Wir haben im Vorfeld auch einige Leute gesagt, sie kämen hierhin wegen dem Podium, das nachher noch wäre, wo die Kollegin Dominika Blonski auch drauf ist und sie wollen sehen, wie wir da fighten miteinander. Eigentlich finde ich das nicht gut, weil es lenkt von den ganzen Themen ab und ich finde das auch irgendwo nicht gerecht für das ganze Thema, weil da wird wahnsinnig viel Energie in eine gewisse Frage investiert, wo ich glaube, es gibt eigentlich ganz andere Fragen, wo wir irgendwo versuchen sollten, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und darüber möchte ich so ein bisschen sprechen Ihnen, aber trotzdem so ein bisschen mein Erlebnis aus x Projekten jetzt, das ich seit einigen Jahren mache, es ein bisschen mitzugeben, damit Sie auch so ein bisschen ein Feeling entwickeln, was in den Projekten, die Sie machen, auf Sie zukommt und wie Sie das vielleicht lösen können. Und das Ganze begann eigentlich mit einem, also nicht jetzt die Cloud-Entwicklung, aber die große Diskussion in der Schweiz eigentlich vor etwas über einem Jahr, als der Kanton Zürich eine von mir entwickelte Methodik zur Risikobeurteilung des US-Behördenzugriffs zum Standard erklärte für den Kanton und das irgendwo einen Nerv getroffen hat, aber auch viele quasi wieder zu bewogen hat, zu sagen, ah, es geht ja doch irgendwie. Und das hat dann zu ganz vielen Diskussionen geführt. Es war bei weitem nicht das erste Projekt einer öffentlichen Hand. Wir haben zum Beispiel im Universitätsspital Basel-Stadt haben wir das schon viel früher gemacht mit der Datenschutzstelle. Das ging alles durch. Sogar die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass das vom Berufs- und Amtsgeheimnis alles so okay ist und so weiter. Aber das hat dort irgendwie so ein bisschen den Nerv getroffen. Und dann kam noch die SUVA und hat quasi courtesy halber dem EDÖB die ganze Sache von Ihnen vorgelegt. Die haben das auch schon gemacht. Und dann kam er, der quasi eigentlich ja nicht so wahnsinnig zu dem Thema etwas sagen möchte, musste dann trotzdem etwas sagen und hat, wie er es selbst auch formuliert hat, einen Diskussionsbeitrag publiziert. Es war ja keine Untersuchung, es war quasi gestützt auf die gesetzliche Erlaubnis von ihm zu Gesetzesprojekten Stellung zu nehmen. Dort hat er das quasi unter diesem Titel gemacht, hat nicht einmal eine Untersuchung gemacht und hat zugleich, ich war da auch involviert, hat zugleich das Gegenpaper der SUVA auch publiziert und das hat dann Riesendiskussionen gegeben. Und wenn Sie das so ein bisschen lesen, diese beiden Sachen, und ich muss sagen, ich muss ihm das auch hoch anrechnen, dass er gesagt hat, ja, ich scheue da nicht zu sagen, dass es Leute gibt, die das völlig anders sehen, hat dann aber natürlich die Medien, die haben das dann natürlich sehr gerne gesehen, da gab es Riesendiskussionen. Dann kam eben die ganze Geschichte zusammen mit Zürich. Es gab dann auch Aussagen von Dominika Blonski in diesem Zusammenhang, von mir, von anderen. Es wurde da recherchiert und gemacht. Die Bundeskanzlei hatte dann auch noch ihr Problem, weil es ein Bundesverwaltungsgerichtsverfahren gab, das allerdings das Bundesverwaltungsgericht, und das ist vielleicht typisch in der ganzen Sache, sich aus der Affäre gezogen hat, dass es gesagt hat, eigentlich können wir über das gar nicht entscheiden, weil derjenige, der sich da beschwert hat, kann ja gar nicht zeigen, dass es um seine Daten ging. Und sie quasi auch wieder aus der Affäre draus waren. Also das heißt, das ist alles so ein bisschen, wo die Wogen hochgingen und auch sehr markige Worte da gemacht wurden, was ich persönlich eben nicht so gut finde, weil es bringt das Ganze auf eine sehr emotionale Schiene und dort sollte es eigentlich nicht sein.
Allerdings ist es nach wie vor so, dass der US Cloud Act, und der steht so ein bisschen im Zentrum der ganzen Sache. Ich bin gespannt auf den Vortrag nachher von Dominika Blonsky, wie sie damit umgeht und was sie dort dazu sagt. Sie hat sich ja schon geäußert im Tätigkeitsbericht, wie auch andere. Und da fällt mir irgendwo auf, dass wie man sich wahnsinnig auf dieses Thema fokussiert. Das ist eigentlich eine Bestimmung, die, wenn man sie bei Lichte anschaut und mal schaut, was da wirklich dahinter steht, eigentlich gar nichts Besonderes ist. Wir haben das in der Schweiz auch. Jede Staatsanwaltschaft hat mehr Rechte als die US-Staatsanwälte, die den Cloud Act anrufen können. Die Europäische Kommission hatte ja auch eine gewisse Zeit lang zu kämpfen mit den Datenübermittlungen in die USA. Die haben das jetzt aber, das ist das blaue Ding, das Sie da unten sehen, inzwischen beigelegt und haben gesagt, dass die Übermittlungen an die großen US-Cloud-Anbieter in die USA aus EU-Datenschutzsicht inzwischen in Ordnung sind. Und ich gehe davon aus, dass der Bundesrat sehr bald dasselbe auch sagen wird. Also es gibt bis jetzt keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Und ich hoffe mir, dass dort dann diese Diskussion ein bisschen wegkommt, weil bei dieser ganzen Diskussion um den Cloud Act geht es eigentlich um eine in der Tat zentral sehr wichtige Frage, nämlich wie groß ist das Risiko oder wie groß darf es sein, dass wenn ich einen ausländischen Cloud-Anbieter wähle und alle drei großen Hyperscaler haben ihren Sitz im Ausland, das ist einfach so, dass wie groß das Risiko ist, dass diese gezwungen werden, die Daten offenzulegen. Warum man sich so sehr auf die USA fokussiert, wo die Muttergesellschaften sind, aber die Vertragspartner sind alle hier in Europa, verstehe ich zwar, ist aber sachlich auch ein bisschen schwierig zu begründen, weil das Risiko dieses ausländischen Behördenzugriffs eigentlich genauso besteht gegenüber Deutschland oder Frankreich oder anderen. Aber darüber wird nicht diskutiert, sondern es ist immer eigentlich die USA. Und dann kommen dort Aussagen, und das ist das, was mich persönlich immer so ein bisschen irritiert, beispielsweise, dass es eben in diesem Bereich eine Nullrisikotoleranz gibt. Das heißt, das Risiko, dass eine ausländische Behörde auf die Daten in der Cloud zugreifen muss, muss null sein. Und jetzt frage ich Sie, kann es null sein? Kann es überhaupt null sein hier in der Schweiz? Und bis jetzt hat mir niemand gesagt, dass das möglich ist. Und wenn das so die Voraussetzung wäre, dann müssten wir eigentlich, dann würden nicht einmal die viel zitierten Steintafeln nutzen, weil die könnte ja ein Insider oder ein Einbrecher auch aus der Amtsstube klauen. Und das ist so ein bisschen die Diskussion. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, haben wir uns verrannt in einer Diskussion, die eigentlich aus der Distanz betrachtet nicht so ein Problem wäre. Ich persönlich habe zum Beispiel viel mehr Sorgen vor dem russischen oder chinesischen oder was immer auch schweizerischen Hacker, der auf die Sachen zugreift. Und wir haben da ja auch gesehen, dass die Cloud da nicht überall Bestnoten hat. Sie haben vielleicht von dieser Diskussion gesehen, dass da Microsoft gewisse Sachen nicht so richtig gemacht hat und es chinesischen Hackern gelang, so quasi an einen Hauptschlüssel zur Cloud heranzukommen. Spannenderweise habe ich das in der Öffentlichkeit bis jetzt kaum diskutiert gesehen, außer in Fachmedien. Wenn ich jetzt aber den Datenschutzdiskussionen nachschaue, dann heißt es im Bereich der klassischen Datensicherheit, also dort, wo es um den Schutz vor Hackern geht, akzeptieren wir, dass es Restrisiken gibt, weil wir wissen, es geht nicht anders. Aber warum jetzt ausgerechnet bei diesem Detail oder Spezialthema Behördenzugriff dort das Risiko null sein muss, habe ich nie verstanden, weil ich habe persönlich mehr Sorgen vor dem Hacker als vor der US-Behörde. Und wenn dann noch das Argument kommt, und das sind alles Dinge, mit denen werden Sie in diesen Projekten zu tun haben, wenn Sie mit den Aufsichtsbehörden zu tun haben, werden die Ihnen sagen, ja, aber man kann das, der Cloud Act ist erst 2-3 Jahre alt, also von 2018, und wir wissen noch gar nicht, wie er funktioniert. Aber es ist ein Rechtsstaat in den USA. Natürlich kommen da auch Leute und sagen, die Amerikaner halten sich sowieso nicht ans Recht. Und es ist ein Recht, das schon seit 20 Jahren existiert, die Grundsätze, die dahinter stehen. Und das ist das, wo Sie sich einfach bewusst sein müssen. Wir haben dort sehr schnell eine Diskussion, die nicht wirklich sachlich läuft. Weil wenn man das mal auch zum Beispiel mit US-Anwälten analysiert, wie diese ganze Sache funktioniert, merkt man, dass da plötzlich die Dinge sich
ganz anders in einem Licht darstellen. Und das ist so ein bisschen das Problem, das wir in diesem Bereich haben und mit dem Sie rechnen müssen, weil die Diskussion ist extrem auf dieses Thema eingeschossen. Ich habe diese Diskussion übrigens nicht zum ersten Mal. Ich hatte die auch mit den Banken. Sie mögen sich jetzt sagen, ja, die Banken, das ist Privatwirtschaft. Aber die Banken haben ein größeres Problem als die öffentliche Verwaltung, weil jeder in der Bank, der sich für eine Cloud-Lösung entscheidet, haftet persönlich unter dem Strafbarkeitsrisiko nicht nur bei einer vorsätzlichen Berufsgeheimnisverletzung, sondern einer fahrlässigen. Also das heißt, die Banker, die sich für die Cloud entscheiden, sind viel mehr on the hook, wenn man so sagen will, als irgendjemand in einer Amtsstelle. Und die hatten genau dasselbe Problem. Und die hatten das Problem 2019 angeschaut und haben es dann gelöst und finden heute, unabhängig von irgendwelchen Waivern von Bankgeheimnisverzichtserklärungen, wir akzeptieren das Problem und wir haben es mit Zusatzmaßnahmen gelöst. Und keine von denen macht die Vollverschlüsselung, die die Datenschützer hier verlangen. Also alles das, was wir darüber diskutieren, Double Key Encryption, all diese End-to-End Encryption, machen die nicht, weil sie sind zum Ergebnis gekommen, wir haben so viele andere Mechanismen und Maßnahmen, die uns schützen, dass wir eigentlich damit nicht ein Problem haben. Und dort ist das Ding durch. Dort stammt übrigens auch diese Methode her, die ich für eine Großbank entwickelt habe, weil sie wollte verstehen, wie dieses Risiko genau funktioniert und was es braucht, damit ein solcher Zugriff aus dem Ausland passiert. Und mein Problem persönliches, das ich nie so richtig verstanden habe, ist, dass die Diskussion in der öffentlichen, diese ganze Datenschutzdiskussion in der Schweizer Öffentlichkeit sich nie wirklich mit diesen Grundfragen, wie kommt es überhaupt zu diesen Zugriffen, auseinandergesetzt hat. Und wenn Sie jetzt ein Projekt haben, dann werden Sie sich damit auseinandersetzen müssen und werden diese Diskussion führen müssen in den nächsten Jahren. Ich glaube, in 5 Jahren wird das vom Tisch sein. Und das ist im Moment das, was ich Ihnen mitgeben kann. Das Ganze wird letztlich immer noch aus der Aufsichtsperspektive als eine Art heiße Kartoffel betrachtet. Und da können Sie letztlich auch nicht mit positiven Stellungnahmen rechnen, außer Sie sagen, Sie verzichten auf gewisse Dinge, die Sie vernünftigerweise aber machen wollen. Und das ist so ein bisschen das Problem, das man heute hat. Das heißt, ich sehe sehr viele, die sagen, wir machen jetzt ein Projekt, wir wollen das wirklich richtig machen, geben dann ihre Dossiers ein und sind nachher enttäuscht, wenn die Aufsichtsbehörde sagt, nein, das finden wir alles zu riskant oder ihr müsst das Ganze end-to-end verschlüsseln. Und das sollte Sie aber letztlich, bin ich auch der Meinung, nicht von diesen Projekten abhalten, weil am Schluss, und das ist auch die Botschaft, die Ihnen die Aufsichtsbehörden sagen werden in diesem Zusammenhang, ist es letztlich das Organ, das entscheiden muss, nämlich das Leitungsorgan, das das tun muss. Und dort kann man diese Kritik zur Kenntnis nehmen, was diese Dinge betrifft, aber am Schluss sind Sie selbst verantwortlich. Und dort ist natürlich diese strenge Prüfung und diese Challenge, die kommt von den Aufsichtsbehörden, eigentlich eine gute Sache, weil ich werde Ihnen nachher zeigen, ich glaube, es gibt in ganz vielen Cloud-Projekten Dinge, die noch nicht optimal laufen. Aber ich glaube nicht, dass dieser US-Behördenzugriff so das Hauptthema in diesem Zusammenhang ist. Es sind andere Dinge. Übrigens, die Mehrheit der öffentlichen Organe, die ich sehe, und die meisten wollen nicht öffentlich darüber reden, entscheiden sich, auch bei sensiblen Daten in der Cloud, diese einzusetzen, und zwar ohne diese Totalverschlüsselung, weil das ist das, was letztlich die Aufsichtsbehörden von Ihnen verlangen werden. Die sagen, ich kann die Cloud nicht verhindern, also verlange ich quasi von Ihnen, dass die Verschlüsselung so passiert, dass der Provider den Schlüssel gar nicht in die Hand bekommt. Dann aber können Sie ganz viele Dinge letztlich gar nicht realisieren und dort hängen dann diese Sachen. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass sich der Fokus zusehends wegverlagert von dieser ganzen Lawful Access-Diskussion. Es gab dieses Papier, das Privateam, das ist die Konferenz der Datenschutzbeauftragten, letztes Jahr publiziert hat und dorthin schrieben sie drin, der Lawful Access, also diese Cloud Act-Diskussion, sei letztlich nur ein kleiner Teilaspekt. Und da stimme ich Ihnen voll zu. Es gibt ganz viele Sachen, da bin ich voll einverstanden mit dem, was auch die Aufsichtsbehörden sagen, wo meine Differenz ist eben bei dieser Fixierung auf diesen Cloud Act, weil ich glaube, wir haben andere und wichtigere Probleme in diesem Bereich. Und das werden Sie sehen, wenn Sie in solche Projekte hineinkommen. Sie werden relativ viel selbst erarbeiten müssen. Es ist heute zum Beispiel nicht das große Problem,
einen Vertrag von Microsoft zu bekommen. Das wurde alles schon verhandelt. Diese Vertragskonditionen, die wir damals beim Universitätsspital haben, sind jetzt heute in den SIG-Verträgen drinnen. Die bekommen Sie quasi, wenn Sie im kantonalen Bereich sind, einfach so letztlich mit. Aber das ist nicht das, was alles getan werden muss, sondern Sie müssen relativ viele Konzepte, Dinge erarbeiten, bei denen ich erlebe, dass wenn ich in ein Projekt hineinkomme, und wir haben auch in der Privatwirtschaft viele dieser selben Fragen gesehen, genauso wie in öffentlichen Verwaltungen, dass da plötzlich die Leute realisieren, dass da ganz viele Fragen zu klären sind, über die sie sich gar nie Gedanken gemacht haben. Und das ist letztlich die große Problematik bei diesen Cloud-Projekten. Ich glaube auch nicht einmal so sehr, dass es das Beschaffungsrecht ist oder dieser Cloud Act, das ist eine Streitfrage, am Schluss kommt es da zu einem Risikoentscheid. Aber die anderen nitty-gritty Dinge, die ganzen Anforderungen, die Sie erfüllen müssen, auch wenn Sie zum Beispiel das Cloud-Papier der Bundeskanzlei anschauen, diese ganzen Risikoprüfungen und anderen Sachen, die Sie prüfen müssen, das ist die Schwierigkeit in der Praxis. Wir hatten das lange Zeit so gemacht, dass wir dann einfach schöne Memos und Rechtsgrundlagenanalysen mit vielen Seiten und andere Sachen geschrieben haben, haben dann aber gemerkt, dass das Ganze wirklich nicht zielführend ist, sondern dass wir da ein bisschen effizienter das Ganze machen müssen. Und weil sich die Themen immer wiederholt haben in diesen Cloud-Projekten, wir überall quasi wie dieselben Grundproblematiken sehen, sind wir hingegangen und haben das zuerst für die Finanzwelt, dort haben wir das schon gemacht, und letztes Jahr dann mit Hilfe von verschiedenen Klienten im öffentlichen Bereich auch für die öffentliche Verwaltung gemacht, indem wir eine Art Prüfmethodik entwickelt haben für, ich sage jetzt mal, die etwas heikleren Cloud-Projekte, nicht die kleinen Dinge. Das ist too much. Aber so ein bisschen eine Methodik, ein Hilfsmittel entwickelt, mit dem quasi Sie sich all die Fragen, die Sie sich stellen müssen, selbstverständlich auch der Cloud Act, aber noch ganz viele andere Dinge auch, dass wir versucht haben, diese wie systematisch zusammenzubringen und in eine Struktur zu bringen und das in dem Sinn in einem Tool anzubieten, bei dem es mir persönlich und Leute, die mich kennen, wissen, ich veröffentliche gerne auch mein Know-how, das ich habe, dass wir das auch publizieren konnten. Und das wurde im letzten November lanciert. Das nennt sich CCRA für Cloud Compliance and Risk Assessment im Public Sector und ist frei verfügbar. Und inzwischen ist es bereits, von dem, was ich gesehen habe, in ungefähr 10 Kantonen im Einsatz und wird letztlich als Leitlinie benutzt, um sich die nötigen Fragen zu stellen in diesen Projekten und die Antworten dazu auch zu dokumentieren. Es ist ein Excel-Ding, aber es ist nicht dieses andere Excel, für das ich immer zitiert werde. Gewisse Leute haben dann das Ganze als Methode Rosenthal bezeichnet. Also dieses Ding ist etwas anders, nur damit Sie es nicht dann in denselben Topf hineinwerfen. Sondern es ist im Prinzip etwas, das völlig neutral ist und bei dem auch, da wurde ich auch schon gefragt, wie da die Datenschützer dazu stehen, mir Datenschützer aus verschiedenen Kantonen gesagt haben, sie fänden das gut. Aber da das Ganze und auch ich vielleicht als Figur in gewissen Bereichen auch schon mit dieser anderen Geschichte unfreiwillig polarisiert habe, sagen Sie das nicht öffentlich, sondern Sie haben dann einfach Inputs dazu geliefert und das Ganze unterstützt. Aber es ist im Prinzip eigentlich etwas, wo all diese Vorgaben, die es gibt in diesem Bereich, zusammengeflossen sind. Und ich hoffe, es dient dazu, es ist nahrhaft und es dient dazu, dass man das Ganze etwas sachlicher anschaut und auch etwas vertieft anschaut, weil die Provider, darauf komme ich jetzt auch noch gleich zu sprechen, sind bei den ganzen Cloud-Projekten nicht wirklich das größte Problem, wenn es um die Aufbereitung der Projekte kommt. Und wenn wir von den Providern reden, wo die Probleme haben, dann wird das hier auch drin sein, dann sind das nicht die Probleme im Bereich des Cloud Acts, sondern es sind ganz andere Dinge, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte. Das ganze Zeug können Sie runterladen, kostenlos, frei, da müssen Sie auch nicht zu mir kommen, das ist frei verfügbar und wird auch weiterentwickelt. Wir sind übrigens daran, auch eine KI-Version zu machen. Wir haben schon eine Datenschutzfolgenabschätzung programmiert, die sich selbst ausfüllt und Ihnen Vorschläge gibt, was es alles für Risiken gibt. Und Sie lachen jetzt,
Das ist wesentlich besser, als wenn man es von Hand macht, weil die meisten Leute haben keine Idee, was alles passieren kann. Aber die KI hat ganz viele Ideen. Also da laufen gewisse Entwicklungen. Ich persönlich wäre froh gewesen, da hätten die Datenschützer von sich aus selbst mehr auch angeboten, weil sie hören da sehr viel Kritik, was alles nicht geht. Aber wie es jetzt konkret geht, sagen die meisten ihnen nämlich nicht. Und das ist so ein bisschen etwas, wo ihnen das helfen kann. Ich zeige es Ihnen jetzt gleich etwas genauer. Wo steht das zeitlich im Projekt drin? Oben im grünen Zeitstrahl sehen Sie Hermes, was Sie alle kennen, was auch das ist, was von Ihnen immer in den meisten Fällen verlangt wird. Und dieses CCRA oder diese quasi Compliance- und Risikoprüfung findet letztlich in der Konzeptphase statt. Beschaffungsrechtlich, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, nachdem Sie letztlich den Entscheid getroffen haben, darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen. Dort wird im Prinzip, und das kann einige Monate letztlich dauern, weil das ist durchaus nahrhaft, im Prinzip die gesamte Grundlage geschaffen, damit Sie nachher einen Risikoentscheid fällen können. Das heißt Sie, das heißt die Leitungsorgane der öffentlichen Institution, um die es geht, um zum Ergebnis zu kommen, ob man jetzt diese Cloud einsetzt oder ob man das nicht tut, vor allem aber, wie man es tut. Weil in den meisten Fällen ist man an diesem Punkt natürlich nicht mehr dort, dass man sagt, Cloud ja oder nein, sondern was sind die Optionen? Was sind die Vertraulichkeitsstufen? Wie weit geht man? Ist zum Beispiel eine der wichtigsten Fragen. Oder welche Zusatzoptionen nehme ich? Nehme ich jetzt bei Microsoft diese Lockbox, die sauteuer sein kann, oder nehme ich das nicht? Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Und da wird natürlich ein Leitungsorgan, wenn es das entscheiden muss, verstehen wollen, was sind die Auswirkungen. Und verstehen wollen, wenn Sie jetzt ein Backup haben oder einen Plan B, was sind die Kosten? Und wenn Sie einen Plan B haben, dann müssen Sie sich ja überlegen, wo ist letztlich der Bedarf dafür? Was passiert, wenn M365 ausfällt? Ich habe regelmäßig in diesen Workshops, die wir machen, stelle ich dann die Frage, ja, habt ihr euch mal überlegt, was passiert, wenn euer Mailsystem ausfällt? Welche sind die geschäftskritischen Prozesse, die trotzdem weiterfahren müssen? Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, in vielen Fällen kommt dann die Antwort, das haben wir uns noch nie überlegt. Und übrigens nicht nur in der öffentlichen Verwaltung. Ich erlebe genau dasselbe auch bei Banken und bei anderen Institutionen, dass man dann plötzlich sagt, ja, Mail spielt ja keine Rolle, aber ich bringe jetzt extra ein Beispiel aus der Finanzwelt. Sie dann aber plötzlich realisieren, dass die Bankomatenversorgung davon abhängt, dass das Mail funktioniert. Also wenn das Mail dann mal ausfällt, Szenario, Microsoft kann eine Woche lang nicht liefern, was passiert dann? Aha, ja, müssen wir uns überlegen. Und wir dann plötzlich merken, dass wir dort ganz andere Themen haben, die mit dem Lawful Access auch nichts zu tun haben. Und diese Dinge müssen Sie im Projekt letztlich erarbeiten, bevor Sie den Risikoentscheid fällen können. Übrigens auch, bevor Sie zur Aufsichtsstelle gehen. Sie können nicht zur Aufsichtsstelle gehen und sagen, wir möchten in die Cloud, ist das gut für euch, sondern die wird sagen, make your homework, macht eure Hausaufgaben, geht das alles mal durch. Ich will das ISDS-Konzept, was so ein Sammelbegriff für alles ist. Ich will das Exit-Konzept, ich will die Berechtigungslösung haben, ich will dies, ich will das haben und das müssen Sie alles ausarbeiten. Und dort kommen Sie dann auf die Welt. Die Juristen sind das kleinste Problem da oder die Juristinnen. Und wenn Sie das dann letztlich gemacht haben, können Sie auch einen ersten Risikoentscheid abholen, können dann zur Aufsichtsbehörde gehen, weil Sie wollen ja nicht zur Aufsichtsbehörde gehen, ohne dass Sie ein gewisses Backing haben, können dort dann das Feedback einholen und das Feedback wird immer negativ sein. Es wird immer etwas kommen und es wird nie so sein, dass Sie sagen, ihr macht das super, geht in die Cloud. Wird nicht passieren. Brauchen Sie aber nicht, weil am Schluss, wenn Sie das alles berücksichtigt haben, es auch nach der Kompetenzerdung letztlich das Leitungsorgan ist, das den Risikoentscheid fällen muss, so ist das auch richtig. Auch ich treffe den Risikoentscheid nicht. Ich helfe nur, die Fragen zu stellen. Und dort das Ganze dann passiert und es dann zum Einsatz kommt und dann viele Dinge noch implementiert werden müssen. Jetzt, was finden Sie in diesem Excel? In diesem Excel finden Sie ganz viele Dinge, unter anderem an die 140 Anforderungen,
die letztlich das konkretisieren, was auch die Datenschützer, aber nicht nur die, verlangen von Ihnen. Also das Privateam Cloud Merkblatt, das kennen Sie wahrscheinlich, haben Sie schon gesehen, und dann haben Sie sich gefragt, ja, was bedeutet das konkret? Was das bedeutet konkret, können Sie da drin nachlesen, weil wir haben uns die Mühe gemacht, das alles auszuformulieren. Dass Sie im Prinzip letztlich hineingehen können in dieses Excel und dort diese ganzen Vorgaben drin haben. Was wir allerdings auch regelmäßig sehen, sind immer wieder die Defizite an denselben Orten, dass man dann plötzlich realisiert. Und das hat nichts mit der Methodik zu tun, sondern einfach, wie weit man hineingeht. Ich habe es Ihnen jetzt hier mal aufgeschrieben, dass dann zum Beispiel Exit-Planungen nicht da sind. Also beispielsweise steht dort drin, Sie müssen in der Lage sein, zu exiten, also rauszugehen aus dieser Cloud-Lösung innerhalb der Fristen, die Ihnen letztlich der Provider setzt, zum Beispiel indem er Anpassungen machen kann. Bei Microsoft ist das zum Beispiel 6 Monate. Das müssen Sie wissen. Bei anderen sind es zum Teil kürzer oder länger oder was auch immer. Aber das heißt, Sie müssen auch zeigen können für einen Risikoentscheid, dass Sie in der Lage sind, in 6 Monaten zu gehen. Das geht bei M365 so knapp, aber da werden Ihnen die Leute sagen, das ist knapp. Oder? Und das sind dann plötzlich die Fragen, die Sie sich stellen müssen. Und wenn Sie natürlich dann an den Regierungsrat gehen, können Sie nicht sagen, ja, das klären wir dann. Sondern Sie müssen schon eine gewisse Vorstellung haben. Und dieses Ding, da hilft Ihnen, diese Fragen zu beantworten. It's no magic. Also auch wenn ich da dann eine KI eingebaut habe, Sie müssen diese Konzepte immer noch selbst erarbeiten. Und dort harzt es halt häufig und dort sind auch die Unterschiede in den verschiedenen Orten und das ist das, was letztlich auch die große Herausforderung ist. Also es ist nicht das Juristische, sondern es ist diese Handarbeit, die Sie dann regelmäßig auch mit Partnern zusammen machen, wenn Sie das nicht selbst stemmen können. Und Sie sehen hier so typischerweise die Dinge, bei denen die meisten Stellen auch in der Privatwirtschaft auf die Welt kommen. Es fehlen Prozesse, um die ganzen Provider zu managen, all diese Dinge zu machen, die Exit-Planung und so weiter. Dann, so sieht das dann aus. Da sind dann so einzelne Vorgaben drin. Das können Sie dann alles anschauen. Ich habe Ihnen vorher eins genannt, wo Sie im Prinzip verschiedene Dinge letztlich prüfen müssen und dann angeben können gleich dort drin, wie gut erfüllen Sie diese inklusive einer Risikobeurteilung. Dann gibt es noch ein weiteres Blatt, wo wir uns die Mühe gemacht haben, so die ganzen Cloud-Risiken, die wir sehen, aufzuführen, zu zeigen. Und das ist auch nahrhaft, das durchzugehen. Und dort hat es nicht nur Datenschutzfragen drin, weil es gibt auch zum Beispiel Kostenfragen. Wir haben es vorhin gerade gesehen. Kommen da Kostenfragen auf einem zu? Wie sieht das mit dem Personal aus, das man hat? Haben wir genügend Know-how und so weiter? Diese Dinge sind dort drin. Sie sehen auch, wo die Leute typischerweise in diesen Projekten die Risiken sehen. Zum Beispiel wird viel häufiger das Risiko gesehen, dass die Benutzer die Cloud falsch bedienen, als dass irgendjemand von außen darauf zugreift. Also SharePoint, ja, ich gebe jetzt versehentlich Daten frei, wird als viel größeres Risiko angeschaut, als dass irgendein Hacker darauf zugreift. Also wird das zum Beispiel eingeschränkt, wie im Kanton Zürich. Oder? Und solche Dinge, das sind die Sachen, die dann rauskommen, weil man stellt sich dann die Fragen. Und es ist am Schluss auch kein Magic. Sie müssen sich einfach die Frage stellen und da helfen wir ein bisschen. Das sind so diese Fragen, die da drin sind, inklusive Sachen, wo Sie sagen, ja, nein, das wird nie passieren, Sanktionen aus dem Ausland und so weiter. Oder Ausfall beim Service Provider, lang, zum Beispiel über eine Woche. Aber Sie müssen sich die Frage stellen und Sie kommen dann zu einem Ergebnis. Ein drittes Ding, was ich Ihnen auch ans Herz legen möchte, das haben wir erst kürzlich dazugefügt, aber wir sehen das immer wieder, ist, dass Sie sich auch wirklich klar werden, was ist eigentlich Ihre Cloud-Lösung. Das heißt, wie sind da die verschiedenen Elemente? Wir haben jetzt da für M365 das genommen. Wo macht man jetzt was mit welchen Datenkategorien? Also die verschiedenen Services. Wo läuft quasi der, wo ist der Schlüssel, den Sie zum Beispiel haben? Das ist eine häufige Diskussion. Und so diese verschiedenen Dinge, dass Sie das wirklich anschauen und auch das dem Leitungsorgan vorlegen.
Und dann kommen wir bei dieser ganzen Diskussion dann zu der beschaffungsrechtlichen Herausforderung, dass Sie natürlich all diese Dinge, die einige Monate dauern können, im Prinzip erst machen können, wenn Sie natürlich schon ein Produkt gewählt haben. Sie können das nicht für 3 oder 4 Anbieter parallel machen, das killt Sie. Und deshalb findet das typischerweise erst statt, nachdem der Entscheid getroffen ist. Was allerdings auch hier relevant zu berücksichtigen ist, dass Sie ja nicht einfach einen Entscheid oder eine Ausschreibung für die Cloud machen, sondern das in verschiedene Teile aufteilen. Wir sehen regelmäßig 3 verschiedene Teile. Das eine ist natürlich die Lösung selber. Das andere ist aber die Lösungssuche oder die der Berater, der Ihnen bei der Lösungssuche und bei der Ausarbeitung in der Konzeptphase hilft. Also der Ihnen diese Exit-Konzepte macht und all diese Dinge und typischerweise dann der Berater für die Implementierung. Das heißt, dass Sie dort mit verschiedenen Dingen arbeiten und so das Ganze dann auch zeitlich richtig auf die Schiene bekommen. Das ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt ein Zielkonflikt, weil wenn Sie ungefähr wissen, was die Cloud-Anbieter für Probleme haben und wo die quasi schwachen Punkte sind in ihren Angeboten, können Sie das auch über die Anforderungskriterien relativ gut abdecken. Aber Sie müssten da natürlich konkreter werden. Das Problem ist, Sie dürfen nicht so konkret werden, Sie dürfen nicht sagen, du musst eine Lockbox haben, weil das ist ein Microsoft-Feature, sondern Sie müssen das natürlich neutraler formulieren, damit Sie da nachher nicht in das, wir haben es vorhin gehört, das ganze Beschwerdethema hineinkommen. Aber zum Beispiel ist die Thematik des Operator Access, also wie und wann kann der Mitarbeiter des Providers selbst darauf zugreifen. Das ist ein Thema, das ist sehr wichtig. Wir kämpfen im Moment mit einem großen Cloud-Anbieter für verschiedene Finanzinstitute da zu einem standardisierten quasi Vertragstypus zu kommen. Bei Microsoft haben wir das schon gemacht, das hat 1,5 Jahre gedauert und jetzt ist es quasi relativ einfach. Aber die anderen müssen jetzt da auch durch und da haben die auch eine gewisse Lernkurve, die sie machen müssen. Aber die Thematik ist eigentlich generisch und wenn Sie diese Punkte kennen, können Sie das auch in eine Ausschreibung hineinmachen. Denken Sie einfach immer daran, die Cloud-Provider, wenn Sie denen sagen, ja, ist da der Zugriff gesichert und so weiter, die werden Ihnen alles Mögliche versprechen, aber Sie schreiben es nie in den Vertrag. Und das ist so das Hauptproblem, das wir in diesen Bereichen sehen, wirklich auch vertragliche Commitments für diese Dinge zu bekommen. Und Sie werden nicht einfach die AGB des Kantons Zürich akzeptieren oder des Bundes. Das läuft nicht so in diesem Bereich. Und deshalb ist dort quasi wie die Challenge, dass Sie das hinkriegen, setzt voraus, dass Sie eben genau verstehen, wo sind die Schwachpunkte. Und ich kann Ihnen einfach aus der Erfahrung sagen, sie sind überall ungefähr dieselben. Also das ist nicht providerspezifisch zu sehr. Und dann können Sie mit Optionen arbeiten, beispielsweise, dass Sie eben sagen, ich will den Schlüssel so oder so oder so haben. Das ist ein häufiges Thema, auch wenn im Ergebnis in den meisten Fällen man immer am selben Ort landet. Oder Sie können hingehen und sich dann auch zum Beispiel bei weiteren Rechtsentwicklungen, sollte jetzt da plötzlich irgendwo ein Gesetz sich ändern, und es gibt ja Initiativen in beide Richtungen. Es gibt ja diejenigen, die sagen, ich will jetzt die Swiss Cloud vorschreiben und andere, die sagen, es darf überhaupt nichts mehr vorgeschrieben werden, können solche Sachen dann auch mit den entsprechenden beschaffungsrechtlichen Instrumenten vorbehalten. Was Sie auch bewusst sein müssen, das ist noch der letzte Punkt auf dieser Folie, ist dieses Shared Responsibility Model. Und das ist so quasi, ich sage jetzt nicht der Trick, aber es ist einerseits der Fluch und der Segen der Cloud, nämlich dass die meisten Cloud-Anbieter, wenn ich jetzt nicht irgendwo eine integrierte Lösung habe, wo am Schluss die eben auch noch in der Cloud gespeichert ist, wie diese SAP-Geschichte, die wir vorhin gehört haben, sondern wenn sie zu einem der 3 Großen gehen, dass die sagen, du kannst alles machen. Aber du musst es machen. Du kannst die Daten sichern und wenn du willst, dass die Daten sicher sind, dann verschlüssele sie. Your problem. Und Sie dann relativ rasch merken, dass Sie dort selbst an gewisse Dinge anstößen. Was hat das mit Shared Responsibility zu tun? Das bedeutet im Prinzip, dass der Provider sagt, ich betreibe die Maschine, ich stelle die Werkzeuge zur Verfügung, für das bin ich verantwortlich. Aber wie du diese Maschine einsetzt und was du mit diesen Werkzeugen machst, das ist dein Problem und deine Verantwortung. Ich kann dir gar nichts sonst garantieren. Ich stelle dir quasi ein Atomkraftwerk in den Garten mit 100.000 Knöpfen,
Aber wenn du die nicht richtig bedienst und dir das um die Ohren fliegt, ist das dein Problem. Und das ist dann häufig der Challenge, den wir in der Praxis sehen, dass natürlich die meisten, die so etwas bekommen, also wer von Ihnen hat schon ein Atomkraftwerk betrieben, werden sie sagen, ja, da gehe ich vielleicht lieber schrittweise vor. Und in der Privatwirtschaft genau dasselbe Thema. Jetzt Risiken schon vor dem Zuschlag beurteilen. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass Sie unterscheiden in diesen Projekten zwischen der eigentlichen Anwendung. Also wir haben vorhin etwas von einem Parkplatzsystem gehört oder von Mail generell oder Videokommunikation generell. Das heißt, diese Dinge, die eigentlich vom Anbieter unabhängig sind, und auf der anderen Seite von diesem Aspekt, dass Sie das jetzt einem Anbieter geben, der als Cloud bezeichnet wird. Und in der Praxis sehe ich vor allem in diesem zweiten Bereich die vielen Diskussionen. Das erste kennen wir eigentlich schon seit Ewigkeiten. Das ist nichts Neues. Früher lief es einfach immer bei uns. Und das ganze andere, das ist das, was Diskussionen gibt, wobei auch dieser Begriff Cloud ist zum Teil ein bisschen problematisch. Ich habe einen Fall im Moment auf dem Tisch von einem Kanton, die gehen in ein klassisches, sogar glaube ich in Staatsbesitz stehendem Rechenzentrum, das allerdings sein Rechenzentrum als Cloud bezeichnet. Und das ist der Fehler gewesen, weil jetzt hat die Datenschutzstelle gesagt, ah, Cloud, ist ein ganz klassisches Outsourcing in einem halbstaatlichen Rechenzentrum. Ah, Cloud, jetzt müssen wir die Cloud-Regeln zur Anwendung bringen und die Cloud-Regeln sind per se strenger. Auch wenn es genau dieselben Risiken sind und sie dort dann quasi wie in diese Falle hineingetappt sind. Ich hätte dort das Wort Cloud nie gebracht und wir hätten viel weniger Diskussionen gehabt. Aber das ist halt so. Jetzt, wo muss die Reise hingehen? Zum Schluss von meiner Seite. Also erstens mal glaube ich, wir müssen in eine Standardisierung hineingehen, weil das hat mit dem zweiten Punkt auch zu tun. Das Zeug ist so aufwendig, wenn man das alles durchmachen will. Da kommen zwar die Großen damit zurecht und die Berater verdienen wunderbar daran, aber das kann irgendwo nicht die Lösung sein, vor allem wenn auch viele mittlere und kleinere Gemeinwesen diese Dinge nutzen können müssen. Bei den Verträgen haben die Provider, zumindest jetzt in diesem Falle Microsoft, und ich bin immer auf der Gegenseite von Microsoft, um das vielleicht auch noch zu sagen. Sie wollten mir auch schon fragen, ob ich Sie nicht beraten könnte. Ich habe gesagt, nein, das kommt nicht in Frage, es ist besser so. Die haben gemerkt, dass Standardisierung auch ihrem Business hilft, weil sie haben nicht mehr Diskussionen über Verträge. Aber dass wir diese Dinge irgendwo so standardisieren können, dass wir am Schluss zwar noch individuelle Risikobeurteilungen haben, weil Risiken zu beurteilen ist extrem subjektiv. Die Datenschützer kommen immer und sagen, ja, ich kann das Risiko beurteilen. Wir haben den Test gemacht. 50 Datenschützer, x Fälle gezeigt und das Risiko ist über die ganze Fläche. Also das ist eine subjektive Sache, bedeutet aber auch, dass jedes Organ letztlich diese Risiken selbst beurteilen muss und hier die Fragen sich beantworten muss. Aber viele der Grundarbeiten, beispielsweise Exit-Konzepte, Schutzmaßnahmen, Berechtigungskonzepte, all diese Dinge, da fände ich es gut, wenn man das anfangen würde zu teilen oder zusammen zu erarbeiten, damit man gegenseitig davon profitiert. Und ich fände es auch gut, wenn die Datenschützer hier wirklich mithelfen würden und nicht nur in dem Sinne sagen, es geht nicht. Und das ist etwas, das ein bisschen in der Schweiz noch passieren muss. Ich habe versucht, von unserer Seite her einen Beitrag dazu leisten, aber tun Sie sich da zusammen, versuchen Sie da zusammen Sachen zu machen. Und es gibt immer wieder Initiativen. Ein quasi Sponsor dieses Projekts ist das Inselspital in Bern. Und das ist hingegangen und hat gesagt, wir teilen auch unsere Inhalte. Und das finde ich ist wichtig, weil am Schluss kann es nicht sein, dass ich überall eine Riesenübung mache wegen der ganzen Sache. Und diese Dinge, die individuell sind, die muss man dann individuell machen, aber da kann man viel teilen. Das wäre mein Wunsch. Und dass die Diskussion ein bisschen wegkommt von diesen emotionalen Themen und viel sachlicher wird und wir dann plötzlich auch sehen, dass wir zum Teil ganz andere Themen haben, wie zum Beispiel die Austauschbarkeit der Provider. Wir hatten es vorher. Stellen Sie sich mal vor, die ganze Schweiz ist auf M365 oder nur schon 50% der öffentlichen Verwaltung oder 70% auf M365 migriert. Laufen alle Mails bei einem einzigen Provider.
Jetzt, man kann Microsoft gut oder schlecht finden oder alles drum und dran, aber ich finde, das ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein größerer Concern als jetzt beispielsweise für mich gesehen der US Cloud Act. Und das sind Sachen, über die sollten wir diskutieren. Wie gehen wir damit um? Wie verhindern wir dort, dass wir auch in eine Abhängigkeit hineinkommen? Es gibt technische Konzepte, auch in den Providern selbst, wo man zum Beispiel mit Containern arbeitet, technische Lösungsmöglichkeiten, sich darüber Gedanken macht. Und dort, finde ich, sollten wir viel mehr Energie hinein investieren, weil die Cloud ist nicht einfach jetzt alles wunderbar, sondern die hat sehr viele Aspekte, die bei dieser Diskussion genauer angeschaut werden müssen. Und damit bin ich von meiner Seite her am Schluss. Danke. Vielen herzlichen Dank. Wir haben noch Zeit für ein oder zwei Fragen, bevor der Hunger zu stark wird. Die Dame da hinten, bitte. Adrian Fichter, Republik. Ich habe zwei Fragen. Zum einen die kritische Lücke bei Microsoft, die Sie erwähnt haben. Hat diese irgendeinen Einfluss auf eine Prämisse Ihrer Risikobeurteilungsmethode? Ich weiß, es geht um Lawful Access, aber vielleicht ändert das irgendetwas an den Voraussetzungen, die man angenommen hat, betreffend Informationssicherheit. Und die zweite Frage, wenn ich darf, wäre, rechnen Sie nicht damit, dass das neu beschlossene Datentransferabkommen EU und USA doch wieder gekippt wird vom EU-Gerichtshof? Ja, zwei berechtigte Fragen. Also die Frage des Lawful Access hat mit dieser Abhängigkeitsdiskussion eigentlich nichts zu tun, weil das sind andere Themen, die dort eine Rolle spielen. Dort spielt vor allem eine Rolle, natürlich hat der Provider das installiert, was ich von ihm verlange, hält er sich an den Vertrag. Und dazu gehört auch, dass er zum Beispiel gegen Herausgabeanordnungen quasi den Rechtsweg einschreitet. Das sind so verschiedene Instrumente, die wir dort ja einsetzen. Und ich gehe an sich davon aus, dass ein Provider wie Microsoft sich, ich sage jetzt mal so, grundsätzlich an den Vertrag hält. Wenn er das nicht tut, irgendein Provider, habe ich sowieso ein Problem. Und zwar noch ganz bevor wir zum Lawful Access kommen. Und dort spielt diese Abhängigkeitsfrage weniger eine Rolle. Ich glaube, es wird durchaus auch öffentliche Reaktionen geben über Wettbewerbsbehörden und andere, wo man versuchen wird, das Ganze irgendwo einzuschränken. Wo ich das in der Praxis sehe mit dieser Abhängigkeit, ist, dass man sich in den Projekten fragt, ja, habe ich einen Plan B? Habe ich zum Beispiel auch meine Daten woanders noch gespeichert? Ich kenne Unternehmen und öffentliche Institutionen, die sagen, wir haben kein Backup. Oder? Das ist jetzt zum Beispiel etwas, das fände ich jetzt nicht so wahnsinnig gut. Aber das kommt vor, weil dann heißt es ja, ist sau teuer. Das ist dann eben der Preis. Und diese Fragen, diese kommen quasi in dieser Risikogesamtbeurteilung an verschiedenen Stellen zum Tragen. Aber das ist ja nicht etwas, wo sagt, die Anbieter sind gut oder böse, sondern es werden die Fragen gestellt. Und dann muss jetzt quasi wie dieses öffentliche Organ oder die Fachleute, die das dort machen, ich beantworte diese Frage nicht, müssen selbst beantworten, sind Sie jetzt der Meinung, das ist jetzt ein Problem oder nicht? Oder wie gehen Sie in dieser Situation dann damit um? Und es konfrontiert Sie quasi wie mit diesen Fragen. Und dort ist das an x Stellen drin. Also wenn Sie die Anforderungen anschauen, dann ist die ganze Abhängigkeitsdiskussion und ganz viele andere Fragen sind dort drin. Und das ist nahrhaft. Und deshalb finden es auch die Datenschützer, die das sehen, sagen, das finden wir eigentlich gut. Wir würden uns einfach hoffen, dass alle das wirklich auch dann ernsthaft beantworten. Und ich glaube, dort liegt in der Praxis häufig dann die Krux, weil ich natürlich schnell mal hingehen kann und sagen kann, ja, ja, das machen wir dann schon. Aber das ist etwas, das muss natürlich jedes Organ selbst entscheiden. Das ist wie überall, wie jeder von Ihnen sich auch die Frage stellen kann, haben wir ein Backup oder nicht? Ja, ja, haben wir vielleicht. Jetzt zur zweiten Frage, diese Geschichte mit, das ist quasi Schrems 3, we will see. Also ich weiß es nicht. Ich lebe im Moment von der Hand in den Mund. Was in 2 oder 3 Jahren sein wird, werden wir sehen. Am Schluss ist das aus meiner Sicht auch eine politische
Entscheidung, die dort getroffen wird. Sehr viele halten ja auch schon Schrems II für einen politischen Entscheid. Den kann man so oder anders machen. Ich glaube, aus Schweizer Sicht ist es genauso auch eine Bedrohung, dass ausländische Nachrichtendienste, die nicht in den USA sind, auf Daten zugreifen können, dass das genauso ein Thema ist, das wir anschauen müssen. Was die USA ja gemacht hat, ist, sie haben eigentlich zwei Dinge angepasst. Das eine ist, sie haben irgendwo an einer Stelle das Wort Verhältnismäßigkeit reingeschrieben, weil die Europäer das dort sehen wollten. Gewisse sagen, das ändert ja nichts. Und dann haben sie eine gerichtliche oder ich sage jetzt mal pseudogerichtliche Kontrolle eingebaut, die allerdings, das muss man auch beachten, wir in der Schweiz bei uns schon seit vielen Jahren auch so haben. Also das Konzept ist nicht ganz neu, um im Prinzip dieser rechtlichen Kontrolle dort etwas Boden zu geben. Und das hat jetzt die Europäische Kommission so angeschaut. Die meisten Datenschützer sagen mir off the record, sie sind froh drum, weil man jetzt quasi dieses Thema weg hat, weil die meisten sagen auch, eigentlich ist die Datensicherheit eben nicht lawful access, also dort, wo die Hacker dran gehen oder auch die Geheimdienste, die sich reinhacken, eigentlich das viel größere Problem, weil die arbeiten nicht, überhaupt nicht nach Regeln, während der Staat das immer noch tun muss. Es ist gut möglich, dass das wieder gekippt wird und dann haben wir wieder eine Diskussion, wo wahnsinnig viele, Sie kennen die Diskussionen, die da gewesen sind, wahnsinnig viel Energie investiert wurde. Und auch wenn ich persönlich davon profitiert habe, ich sie eigentlich nicht gut finde, weil ich finde, das Geld geht da in die falschen Dinge rein. Und ganz viele Leute, habe ich gemerkt, stimmen mir da auch zu, dass wir eigentlich wichtigere Themen haben. Besten Dank. Unsere Zeit ist leider schon um. Ich bitte darum noch Martin Stresser kurz nach vorne, damit ich die Referenten würdig mit einer Stärkung für den Nachmittag verabschieden kann und bitte Sie, sie noch einmal mit dem Applaus zu verabschieden.